Naja, und außerdem, den Plan werden wir eh brauchen, ob jetzt in 2 Tagen oder 2 Wochen oder 2 Monaten. Irgendwann müssen wir die Viecher ja töten. Ich bin mir im Übrigen nicht sicher, ob die Harfe überhaupt beweglich ist. Vielleicht müssen wir sie in Südwall reaktivieren und gehen dann einfach da. Tja, das wird die Zeit zeigen. Naja, und wenn wir Pech haben, merken die das mit der Harfe und werden darauf reagieren. Und wir verlassen uns auf einen Elfen, dass er die Harfe findet? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Nun, es ist unsere beste Chance. Das, es sei denn, die Göttin sendet mir erneut eine Vision. Dieser Elf ist vermutlich älter als ihr. Das mag sein, aber ob er klüger ist? Es geht hier nicht um Klugheit da bei mir. Es geht hier um meine... Ich mag es nicht, Weltgespür. Ich dachte gerade, ihr als selbstverkündeter Weißmagier oder Graumagier oder Schwarzmagier hättet die Schriften von Rohalt im Weisen studiert. Es geht darum, dass ich mein Leben nicht auf die Intuition eines mir unbekannten Wesens verlasse. Ja, ja, und Horasian vertraue ich auch nicht. Sind wir jetzt fertig mit dem Rassismus? Ich verspüre ein Ziehen in eine gewisse Richtung. Ich denke, ich könnte euch jetzt sofort, ohne eine Karte oder einen Kompass zu konsultieren, sagen, in welche Richtung Südwall liegt. Die Frage ist, ob sich dieses Gefühl konkretisieren wird, wenn wir tatsächlich in Südwall sind. Naja, dann drehen wir euch einfach wie so ein Kompass in die Richtung und gucken, wo es euch hinzieht. Das kriege ich hin. Boah, das wäre fürs Erste mein Plan. Und das Gefühl, das der Elf beschreibt, ist ein ganz ähnliches. Und zur Not meditiert ihr noch einfach einmal. Das nenne ich doch mal einen gelungenen Plan. Wir verlassen uns auf das Bauchgefühl einer, verzeiht, Kapitania und eines Elfen, richtig? Da wurde unser Plan. Naja, jetzt sind einer so weiten. Ja, richtig. Also, wir haben hier die Götter auf unserer Seite, Abelmir. Ihr könnt nicht von seiner Hand weisen, dass die Kapitania über gewisse Fähigkeiten verfügt. Und ihr könnt nicht von der Hand weisen, dass wir mittlerweile 2 übereinstimmende Tatsachenbeschreibungen aus verschiedenen Quellen haben. Unabhängigen Quellen, wollen wir noch dazu gesagt haben. Gut. Mir gefällt es auch nicht. Aber was ist unser Plan B im Notfall? Unser Plan B ist, dass wir in Südwall einfach Kontakt zu den Botschaftern Hafax aufnehmen, Informationen über das Gefängnis einholen und wieder gehen. Das klingt doch schon eher realistischer. Obwohl, Hafax ist nicht gut Kirschen essen. Ich denke, an dieser Stelle wollen wir dasselbe wie er. Nicht ersaufen. Nun ja, Hafax ist manchmal etwas unberechenbar. Ihr habt ihn noch nicht kennengelernt. Aber ich wollte gerade sagen, sorry, aber ist das nicht eine starke Mistkonstruierung von Hafax Charakter? Bin ich irgendwie der verlässlichste aller Heptarchen? Naja, wenn er unter dem Einfluss vom Flitter steht, nicht mehr. Naja, solange irgendwie er ihn nicht wütend machen, hat er sich, schätze ich, ganz gut unter Kontrolle. Ja, und wir hoffen, dass wir einen guten Tag bei ihm erwischen. Naja, und er wird ja auch vermutlich selber nicht da sein, sondern nur irgendwelche seiner Lakaien. Nun, das... Wer ist unter einem Hafax-Admiral? Den Namen haben wir doch auch schon gehört. Dorkstein? War es nicht irgendein von Romulus? Also ich weiß nicht, wie die Bastarde heißen. Da gibt es so viele von denen. Ich meine, es wäre Dorkstein gewesen. Aber sicher bin ich mir nicht. Nun ja, wir werden sehen, wer sich dort vor Ort befindet. Also, Kapitana! Ah, die Aranier sind wohl da. Bitte begleitet mich. Kapitana! Oh, Zulamin erhebt sich und geht nach draußen. Ja, wenn du nach draußen kommst, kannst du sehen, dass die Aranier auf den ersten Blick auch schon näher gekommen sind, aber irgendwas anderes ist wohl gemeint. Und wenn du dann den Blicken und auch den Fingern der Matrosen folgst, kannst du sehen, dass sie wohl ins Wasser deuten. Und wenn du dann an die Reling herantrittst, kannst du wohl erkennen, wie dort ein großes, zahlgefälliges Ding im Wasser schwebt. Sieht schwammförmig aus, möchtest du fast meinen, und schillert wie der Regenbogen, vor allem unglaublich rot.
Oh nein, sage fällig, nicht schon wieder. sieht das aus wie ein Lebewesen oder? Ja, mach mal eine Pflanzenkunde. Schauen wir mal, was dir dieses Wesen so alles sagt. Oder auch Pflanzen, nicht sagt. Mit Pflanzenkunde wahrscheinlich nicht so viel Augenblick. Nein, definitiv nicht. Ja, also du kannst es überhaupt nicht deuten. Es ist halt ein großes, würde ich sagen, 3-4 Meter großes, ein Blubbel unter Wasser. Und das ist quasi direkt bei uns dran? Oder ja, du würdest, noch weiter du würdest sagen, so 10 Meter entfernt von eurem Holz. Und es bewegt sich nicht sehr schnell. Also ihr werdet da wohl demnächst dran vorbeigefahren sein. Aber es ist definitiv in eurer Nähe. Weiß irgendjemand der Anwesenden, was das ist? Wie man nennt, Kapitänia? Sorry, warte, ist sie weggegangen? Also sie ist ja auch klar nach draußen. Und ich habe gesagt, ihr sollt mitkommen. Oh. Ja, wir sind natürlich alle gefolgt. Dann dürfen alle diejenigen, die gefolgt sind, natürlich auch eine Probe machen. Pflanzenkunde, ja? Sagt man mal, hat theoretisch Pflanzenkunde jetzt nicht. Ableiten auf Alchemie. Ich glaube, es geht direkt auf Alchemie. Kann ich direkt Alchemie verwenden? Nein, kannst du nicht. Also meine Pflanzenkunde ist zuerst. Wenn man jetzt auch Alchemie nicht hat. Das ist ein richtig mieser Wurf. Aber 4 Punkte. Ich würfel mal plus 15 auf Wildnisleben. Das schaffe ich eh nicht. Wildnisleben ist auch noch gut, ja. Mit Spezialisierung Seefahrt, falls du das hast. Gebt aber mal an Silem weiter. Vermeidet in jedem Fall den Kontakt des Schiffes mit diesem Ding, bevor wir wissen, was es ist. Ich kann das durch das Wasser nicht. Ich kann das durch das Wasser nicht ausmachen. Denkt ihr, wir könnten das vielleicht mit einem Bootshaken herausfischen? Die Frage ist, ob wir sollten. Aber wenn ihr es nicht erkennt, bin ich zumindest zuversichtlich, dass es kein Dämon ist. Nun, ich bin mir nicht geschult darin, einen Dämon unter Wasser zu erkennen. Tatsächlich kenne ich den Namen Richard nur aus Zeichnungen und den Vatareor nur aus einer einmaligen Betrachtung auf trockenem Boden. Nichtsdestotrotz, was kann es schon schaden, ne? Naja, wenn ihr es haben wollt, dann holen wir es zu Lamin. Das kriegen wir schon hin. Gut, aber seid vorsichtig, wir wissen nicht, was es ist. Wir sind sowieso basically direkt daneben, richtig? Ja, ihr steht alle neben mir in der Reling, klar. Weil dann ist auch irgendwie mit einem Bootshaken zu pieksen oder vielleicht, wenn es nicht zu schwer ist, einen Meter aus dem Wasser zu ziehen, auch nicht das große Problem, denke ich. Ja, also unter Wasser ist sowieso alles ein bisschen leichter. Es ist halt 3-4 Meter groß, also so also übergroße Vase, würdest du fast sagen, mit einem kugeligen Bauch. Du kannst keine Augen erkennen oder Tentakel. Es ist einfach ein roter Blob. Du erkennst sogar, dass es ein Schwamm ist. Also es muss irgendeine Schwammkreatur sein. Also ich würde sagen, wir fischen das raus, ziehen es halt so ein Meterchen aus dem Wasser, damit wir das betrachten können. Und wenn es dann immer noch keine Ahnung hat, schmeißen wir wieder zurück. Ja, dann bam 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 bam. Götter und Kulte plus 10. Oh, Götterkulte, das könnten wir schaffen. Kommst du mir mal ein Paradetalent ums Eck? Oh, ist ja noch ein schlechterer Wurf. 20 und 1. Oh mein Gott, ich habe das echt geschafft. Ich bin perfekt 1. In der Balance, Rosti. Die Götter wollen es. Ja, Rafim, du erkennst... Alle 13 Stück. Rafim, du erkennst es, weil du dich in letzter Zeit sehr viel dann doch mit Raya beschäftigt hast. Du verwunderst dich ein bisschen, warum Zulamin das nicht auf den ersten Blick erkannt hat. Das ist wohl ein Raya-Schwamm. Der ist eigentlich hier nicht heimisch, ist wohl eine Art gutes Omen von Raya, möchtest du meinen. Und Serpentilio könnte sehr interessiert an dem Kontaktgift sein. Also wenn man das jetzt rauszieht, sollte man sehr vorsichtig sein, weil man doch sehr schnell betäubt wird. Ansonsten ist das ein gutes Omen. Naja, also Tsunami, du kannst mir ja korrigieren, falls ich nicht recht habe, aber... Das sieht doch aus hier wie das Ding, über das du erzählt hast, dieser Raya-Schwamm, der, wenn man den anpackt, dass die Hand so witzig wird. Das ist ein Raya-Schwamm? Jo. Ich komme aus den Bergen, Rafim. Naja, das Gift soll aber trotzdem ganz potent sein. Nun gut. Dann... Und es haben Serpentilio. Nun, wir könnten es herausfischen, einen Teil herausschneiden, eintrichtern und den Rest wieder fortwerfen. Das klingt nicht sehr göttergefällig.
Kapitania, ein Schwamm ist in der Lage, sich aus auch nur dem üblich kleinsten Teilchen seiner selbst wieder selbst zusammenzustellen. Ihr müsst keinen Schaden an der Kreatur befürchten. Nun, dann nehmen wir es als Geschenk der Göttin, wenn auch ein etwas seltsames. Naja, vielleicht können wir das Gift ja für irgendwas brauchen. Mir würde eine Handvoll Applikationen einfallen, und sei es nur die Betäubung verwundeter Seeleute bei der Chirurgie. Weiß jemand von euch genau, wie potent das Zeug ist? Ihr werdet es ertesten müssen. Naja, Abel, mir ist ja unter den Mutigen, also der macht das bestimmt. Soweit ich weiß, muss ein Schwamm immer nass gehalten werden oder eine bestimmte Feuchtigkeit haben, damit er nun ja dauerwirksam ist, oder? Und es vergeht er. Und? Nun ja, ich wollte nur auf diesen Umstand hinweisen. Nun, mir ist in letzter Zeit kein eklatanter Mangel an Wasser um uns herum aufgefallen. Ich bin mir also sicher, wir sind, was das angeht, gut ausgestattet. Während ihr mit den langen Haken und Piken das Ding, wie gesagt, eine 3 bis 4 Meter große Vase an euch herangezogen habt und jetzt das an der Bordwand herum schabt, könnt ihr wohl sehen, wie es anfängt zu pulsieren, so als würde es atmen von innen heraus, und könnt aber auch erkennen, wie wohl ein ziemlich starker Sog entsteht. Für euer Schiff jetzt kein Problem, aber wäre euer Schiff kleiner, also jetzt für irgendwelche Ruderboote, wäre das sicherlich ein Verhängnis. Können wir das Ding nicht mit dem Ladekran an Bord holen, indem wir ein Netz unter es bringen? Es scheint ja noch voller Wasser zu sein. Vermutlich ist es nun ja etwas schwerer als ein normaler Schwamm. Schicken wir ein halbes Dutzend unserer Seemänner mit den Piken hin und die holen das dann einzeln raus. Ich denke, das geht deutlich schneller, als dass wir den Kran jetzt aufbauen und dafür nutzen. Naja, aber wir wollen es ja nicht umbringen, ne? Vielleicht ist es besser, es von... Nun ist es jetzt ohnehin an der Bordwand hinunter zu klettern und ein wenig die Oberfläche abzuschaben, das sollte doch für eure Zwecke reichen. Ja, warum nicht? Ich probiere das. Ja, und mit diesen Worten würde ich anfangen, meine Rüstung auszuziehen. Ja, alles klar, dann gib mir mal eine Kletternprobe. Ich erschwere sie dir um 3 Punkte. Also ich will mir zumindest ein Seil umbinden, weil ich bin ja schon über der blutigen See. Also die Chance, dass ich da reinfalle, ist halt schon schlecht. Klar, aber ich gehe also schon mal unter Deck und fische ein Antidot aus dem Koffer. Das ist eine gute Idee. Ja, ich trommel die 10 Leute trotzdem zusammen, aber die holen dann nicht den Piken das Zeug raus, sondern die halten das Seil von Raffin. Ja, ich würde... Ja, aber mir hol mir doch mal, wie heißen hier so ein Schaberchen und so ein Glas und so, was du da hast aus deinem Koffer hier. Na gut, ich bin gleich zurück. Ja, aber bring den schönen Schaber, nicht diesen hässlichen, den du mir letztes Mal gegeben hast. Ja. So, aber du überlegst nochmal so ein bisschen, du hast in den Büchern ja wohl auch schon davon mal gelesen, die Sachen kommen eigentlich eher in Myranor vor, so. Das ist weniger was für das Perlenmeer. Also es ist hier nicht heimisch. Und du hast auch gelesen, dass es unglaublich viele tödliche Unfälle gibt bei den Schwammtauchern. Also wenn Raffim da jetzt vom Klettern technisch auf den Schwamm fällt, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass er stirbt. Jetzt überlege ich mir auf den Weg da unten, an den ich wieder hochkomme. Raffim, habt ihr es euch wirklich überlegt? Ich habe viele Geschichten gehört, oder gelesen, besser gesagt, über Schwammtauer, die, nun ja, als sie diesen Schwamm bergen wollten, verunglückt sind, tödlich verunglückt sind, könnte man sagen. Also, wollt ihr wirklich dort runter, um, ja, nur damit Serpentier was Neues zu spielen hat? Naja, aber vielleicht brauchen wir das ja. Und ich meine, wenn Raya uns das jetzt schon schickt, dann sollten wir es auch nutzen, oder nicht? Können wir das Ding nicht einfach an Deck bringen und dort untersuchen? Ja, aber ich befürchte, dann würden wir es umbringen. Und ich glaube, das würde Raya jetzt nicht so gut finden. Ihr könnt einen Schwamm nicht umbringen. Es sei denn, ihr löst seine Gesamtheit in Säure oder ich nehme an Feuer auf. Was die Frage, als jemand, der Magiekunde 16 hat, würde ein Armatrotz X einem vor Kontaktgift schützen? Ja, doch, schon. Okay, sag mir das also so. Es ist halt immer noch nur ein... Gib mir mal einen Dreier Armatrotz. Okay.
Nun, Raphim, wenn ihr wollt, ich könnte eure Haut so hinreichend verstärken, dass eine Absorption von, sagen wir, niedrigschwelligen Kontaktgiften euch vermutlich nicht schädigen würde. Ja, und aber ihr seid euch sicher, dass das wirklich gefährlich ist. Nun ja, wenn ihr auf ihn fallt, seid ihr tot. Naja, das würde ich gerne vermeiden. In der Tat. Ja, dann macht das mal mit einem Zauberchen. Das wird ja nicht schaden, oder? Nein, auf keinen Fall. Nun, einen Moment bitte. Und zwar, wir zaubern einen Armatrus 3. Und wir möchten gerne, sagen wir, dreimal Kosten sparen. Sorry, das ist lange her, ich muss mal meine LC schauen, was Kosten sparen kostet. Drei ZFP-Sterne, oder? Ja. Yep. Okay, dann möchten wir viermal Kosten sparen für dann 4 ASP. Das halbiert sich auf eine 6er Erschwernis. Wir lassen uns Zeit für eine 2er Erschwernis. Ich weiß, es ist Overkill, ich könnte hier noch 3 ASP mehr sparen, but oh komm. Fangen wir. Du kannst eine Zeit lassen. Hab ich doch gerade gesagt. Achso, nehmen. Hab ich gesagt, ich verkürze das, sorry. Ich meine natürlich, ich lasse mehr Zeit. Dann wäre es aber 8 ASP. 12 minus 4 sind 8. Ne, 12 halbiert auf 6, weil ich Gildenmagier bin. Sorry, du hast recht. Nee, du hast recht. Ja. Und dann halbieren. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch falsch mache. 12 minus 4 sind 8. Dann halbiert, weil ich Gildenmagier sind 4. Das ist ein Unterschied von einem Punkt, aber ihr habt recht, das muss genau sein. Es ist eine 3er Erschwernis auf meinen 17er ZFW. Yeah. Wird vermutlich klappen. Und dann. Das ist gar nicht mal so gut. Ihr würfelt alle richtig bad. Ich spare 4 ASP vom Zaubern und dann nochmal einen von meinen übrig behaltenen ZFW-Stern. Das kostet mich also 4 ASP. Schoko kriegt einen 3er Armatrotz für 5 Minuten. Kostenspannung sind 40%, also 4-mal Kostenspannung oder 3-mal Kostenspannung. Was hast du für eine natürliche Rüstung? 1? Ach ja, stimmt. Sorry. Du hast eine natürliche Rüstung, ne? Ja, ich habe eine natürliche. Warte, musst du mal eben nachgucken. Die sind, soweit ich das verstehe, nicht additiv? Ich glaube, die sind nicht additiv. Das ist eine natürliche 1. Rüstung. 1. Die sind eine magische natürliche Rüstung. Okay, sie sind mit normaler Rüstung additiv, das heißt, sie sollten auch mit natürlicher Rüstung additiv sein. Darauf kann man es einigen, oder? Ja. Okay, gut. Nur das schwarze Fell macht nicht mit, weil sonst wäre zu OP. Wäre aber witzig. So, 40% von 9 sind 4. Dann würfel mal deine Kletternprobe. Plus 3. Du hast sowieso gute Attribute. Ja, aber wenn er so schlecht würfelt wie wir jetzt, dann. War knapp. Was ist hier los? Meine Spieler die haben Würfel, die guten Würfel über die letzten 4 Monate alle rausgewürfelt. Die Würfel und wir haben sind eingestaubt. Ja, bist ein bisschen ungewohnt. Du musst nochmal ein bisschen deine Schultern so auskugeln, so hin und her, damit dann der Armatrotz, der sich dann über dich gelegt hat, auch dann mit deiner Schuppenrüstung interagiert und harmoniert. Und dann kannst du langsam und vorsichtig an der glitschigen, eisigen Wand aus Holz herunterklettern und ja, mit der restlichen Grazilität, die dir deine Finger zugestehen, kannst du dann so ein bisschen Sachen für Serpentilio oder generell auch Zulamin oder alle anderen, die wollen, abkratzen. Es ist so schwammiges Material, also es ist weniger Kratzen, sondern eher so ein Schneiden. So eine große Alchemistenschere, die dir dann Serpentilio noch mitgegeben hat und vorsichtig, ohne dass da triefendes Nesselgift austritt von dem Schwamm, kannst du das dann verkorken und langsam, vorsichtig, ab und zu rutschen, mal deine Füße wieder runter nach oben klettern. Ja, ich würde oben mich wieder über die Reling schwingen. Also das war ja schrecklich. Also ich bin 2-mal fast abgerutscht. Ja, ich habe mich gewarnt. Ja, jetzt stellt euch mal nicht so an. Möchte jemand das Glas so anfassen oder soll ich es vorher waschen? Ich habe einfach nur den Handschuh mitgebracht. Sagt Serpentilo, während er das Antidot wieder in seinem Gürtel verstaut. Ja, du kannst auch sehen, wie der wohl am Rande auf der Außenseite noch so ein bisschen Nesselgift runterläuft. Mhm. Ich werde das unten in Tücher einschlagen und diese anschließend verbrennen, denke ich. Vielleicht solltet ihr euch die Hände waschen, Raphim. Ja, ja, ja. Wir sollten den Schwamm jetzt wieder Schwamm sein lassen. Ja, mach den los. Ui, Capitana, wir haben auch etwas Schlagseite, sagt man so? Ui. Ich muss hart dagegen steuern, ja?
Ja, ich hätte gerade Serpentio das Glas in die Hand gegeben und wollte ihm gerade mit der Hand noch auf den Rücken schlagen und halte mich noch auf. Das hat gut geklappt. Oh, jetzt habe ich euch fast. Das wäre witzig geworden. Ja, in der Tat, sehr lustig. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, Kapitän, ja, ich kümmere mich eigentlich lieber sofort darum. Ja, und mit einem letzten Atmen des Schwammes könnt ihr sehen, wie ein weiterer Strudel, ein weiterer Sog entsteht und das Ding nach unten abtaucht. Was für eine seltsame Kreatur. Naja, aber irgendwie schon ganz niedlich. Nun ja, ist ein übergroßer Schwamm. Nun, so etwas haben wir auch noch nicht gesehen auf unseren Fahrten. Wie gesagt, normalerweise kommen sie nur in Myra noch vor. Ich frag mich, was er hier zu tun hat. Nun, eine natürliche Ursache dafür wird sich wohl nur schwerlich finden, oder? Ob es wohl etwas mit dem Ritual zu tun hat? Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss das Kontaktgift abwaschen, bevor dieser Zauber aufhört. Und reibt euch nicht die Augen. Ja, so doof bin ich jetzt auch nicht. Ich wollte es nur einmal sagen. Danke. Ja, so vergeht die Zeit. Ihr könnt euch wieder die Hände waschen, der Zauber klingt ab, könnt euch noch etwas erholen. Und dann nach einer weiteren Stunde, die ihr wartet, noch einige Dinge besprecht, könnt ihr weitere Rufe vernehmen. Und die Segel werden gänzlich eingezogen. Neben euch könnt ihr dann auch die Rufe der Sklaventreiber hören, die dann verklingen, und auch die Trommeln, die euch stetig begleitet haben. Und dann gehen die beiden Schiffe links und rechts von euch in eine V-Position. Ihr könnt dann auch hören und auch sehen, wenn ihr dann nach unten tretet, wie Beiboote von den Alanfanern runtergelassen werden und die Kapitäne der jeweils beiden Schiffe dann auch zu euch auf das Schiff hinübergelangen, und in einem großen Konvoi nehmen dann auch die Aranier ihre Segel aus dem Wind und lassen sich dann heraustreiben, sodass dann auch nach grob 10 Minuten die 5 Kapitäninnen der aranischen Flotte bei euch aufschlagen. Ja, eine kleine Leiter, die dann heruntergeworfen wird, wo man sich dann nach oben ziehen kann. Und so wird das dann doch relativ kuschelig, wenn ihr möchtet, für jeweils euch Helden. 2 Kapitäne von alanfanischer Seite und 5 Kapitänen aus Aranien, die dann bei euch in der Kapitänslounge sitzen würden. Oder aber ihr macht das woanders. Oh, wir waren da schon mal mehr drin. Ja, also die werden hereingebeten, gerade wenn es draußen so ungemütlich ist. Serpentilio hat ein nervtötendes Stück, ein kleines Stück roten Schwamm auf der Schulter, aber selbst wenn ihr es ihm sagt, keiner kann den da runternehmen, weil es giftig. Gut, dann habt ihr bei euch an Bord bei Zulamin in der Lounge. Alles ist ein bisschen enger, aber der Tisch ist zumindest, also nicht alle können auf das Sofa, aber der Tisch ist groß genug gewählt und die Kajüte wurde ja auch ausgebaut, kombiniert mit der alten Unterbringung von Zulamin. Kapitän Tito Secundo Uludas von der Wille des Patriarchen, bei dem ihr schon an Bord wart. Stabskapitän Leutnant Jarubal Karinor von Bestariels Ramsporn. Ihr habt die Kapitän Leutnant Selime von dem Katechismus der Wahrheit und die 4 anderen aranischen Kapitäninnen, Versprechen aus Holz, Hammer von Zorgan, der Stachel von Farukant und der Stern von Palmyrabat. Vorsprecherin wird dann allerdings die Kapitänsleutnantin Selime sein, die sich dann vor euch verbeugt und Zulamin grazil ihre Hand gibt. Willkommen auf der Avianda. Herzlichen Dank für euer Willkommen. Ich melde mich zum Dienst wie befohlen. Ich hoffe, wir können euch unterstützen. Wir haben von anderen Schiffen gehört, dass ihr aus Janka aufgebrochen seid und haben uns euch direkt angeschlossen. Wir sind uns nicht darüber im Klaren, was die Mission sein soll, aber wir möchten euch unterstützen bei egal dem, was da kommt. Wir bieten euch unsere Schiffe an und überbringen einen Gruß von Arkos Shah. Das ist ein sehr waghalsiges Angebot, wie ihr sicher noch herausfinden werdet, aber da ihr schon mal da seid, werden wir die Hilfe sicherlich nicht ablehnen, oder Kapitana? Ich denke auch nicht. Beim ersten Teil unseres Plans setzen wir zwar etwas mehr auf Heimlichkeit, aber beim zweiten Teil, denke ich, könnten wir Unterstützung gut gebrauchen. Gut, dann lasst uns die Damen doch einmal über die Situation in Kenntnis setzen.
Kapitana, ich möchte Ihnen noch, bevor wir das tun, etwas vorschlagen. Sicher. Ich meine, ich möchte jetzt nicht unvertrauensselig wirken, aber ich würde diese 5 Kapitäne doch gerne erst einmal auf den Bund eingeschworen haben, bevor wir ihnen von unserem Plan erzählen. Oder zumindest den Schwur hören, dass keine dieser Informationen an Ohren gelangt, wo sie nicht hin sollten. Wir sind selbstverständlich bereit, jeden Schwur zu leisten, der uns nicht in Konflikt mit den Aufgaben von Akosha bringt. Ramin nickt. Ich denke, eine entsprechende Formulierung ließe sich einrichten.